Na, wo ist der nächste Gegner? Wow. Komm her, Junge. Und fuck yeah. So. Okay, also hier geht's echt am laufenden Band weiter. Aber eine Gegnerhorde ist so dumm wie die andere. So, hier haben wir noch ein paar zum Zerstören. Und ein paar Türen sehe ich hier an der Seite noch. Da hat er den Boden geknutscht und dann war er fertig. So, jetzt noch eine grüne Tür. Und hier hinten ist auch noch was. Hinter diesem Hindernis wird eine Kreiselklinge aufbewahrt. Nur was Eindruck hinterlässt, kann die Blockade aufheben. Ja, also müssen wir was finden, das Eindruck hinterlässt. So, okay, zurück in der Festhalle. Das heißt, dieser Durchgang scheint hier recht zentral zu sein. Und ich muss sagen, die Grafik, sie hat sich nicht sonderlich verändert. Also habt ihr ja auch in den Kommentaren geschrieben, da sieht echt noch aus wie die PC-Version. Aber wenn man bedenkt, dass das ein Spiel von 2008 ist und auf dem PC wirklich so aussah, dann ist ja schon mal ganz cool, ne? Oh, oh. Oh mein Gott, nein! Oh nein, Monster greifen an, bestimmt. Oh yeah. Na kommt her. Los geht's hier. Mal ordentlich mal hier zugehauen. Ah, da hinten kommen echt noch mehr Monster. Ihr habt keine Chance gegen die Red Queen. Ein Schlachtfest ist ne Mad muss mit mir, ist ne Mad muss die ganze Nacht, ist ne Mad muss mit mir, ist ne Mad muss die ganze Nacht. So, sind alle tot. Die wollten keine Madwurst mit mir essen. Ah, da hat sie mal ordentlich erstmal die Tür da vorne aufgemacht. Hallo, jemand zu Hause? Ah, wir haben hier einen Raum mit einer sehr strangen Kameraführung. Because of the Boden ist zerstört. Da ist ganz schön was runtergeplumpst. Bestimmt sind da dem Morgame die Chicken Wings aus der Hand gefallen. Was haben wir hier? Sie haben nicht die Kraft, diese rostige Statue zu zerstören, Sie Versager. Ja, und wir müssen halt immer noch etwas bringen, das Eindruck hinterlässt. Oh Gott, das sieht jetzt nach Todesfallen aus. Ah ja. Ach du Schreck, okay, ich sehe schon. Die Dinger sind nicht ewig da. Das ist ja geil, ne? Solche Rätsel liebt der Papa ja. Okay. Das scheint ein bisschen länger da zu sein. Aha. Und jetzt? Okay, hier muss man also einfach nur schnell sein. Ja, geil, wie sich die Ansicht erstmal hier nicht ändert. Ah, wir müssen da hinten rein. Haha, geschafft. Das beim ersten Versuch. Da sollen wir mal einer nachmachen. Okay, haben bestimmt alle, die das Spiel schon durchgezockt haben, aber hey. Okay, jetzt müssen wir hier oben rumgurken, wo das ganze blaue Feuerchen ist. Ah ja, das ist so eine Art unsichtbare Wand. Das ist ja gut, ne? Weil das bedeutet, da kann man auch nicht böse runterfallen und so. So, und dann ist hier ist eine Tür und da ist noch eine blaue Wand. Ach komm, wir gehen jetzt erstmal durch die Tür durch hier. Scheiß auf Erkunden. Einfach mal der Nase nach. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und Versuch macht klug. Und irgendeine Phrase fällt mir hier bestimmt noch ein. Und wir kommen irgendwie nach draußen wieder. Aha. Oh nein, ich habe so eine Angst.
Ah, geil! Gruppenbam hier. Der Original Fuck Yeah Gruppenbam gibt es nur waschecht bei Devil May Cry 4 Special Edition im Let's Play bei Hyuga. Eigenwerbung inklusive. Yeah. Das sieht nicht mau aus, denn ich lass die Sau raus. Furis Wasserfälle. Ah ja, Mensch. Ich frage mich eh, woher kommt der Schnee? Weil sonst war ja hier noch Sonne, Sonnenschein und jetzt ist hier Schnee. Und da oben? Ah ja. Kann man daran so hochspringen? Kann man da oben drauf landen? Geil! Aha, wie kommt man da jetzt ran? Okay, ich weiß jetzt, man kommt da hoch. Mit ordentlich Schmackes im Sprung. Lebenskraftstern S, ein spiritueller Stein, der durch Alchemie hergestellt wurde. Er kann verlorene Lebenskraft begrenzt wiederherstellen, du Lutscher. Okay. Thanks, Bro. Thanks, Obama. Ja, immerhin können wir jetzt verbrauchte Lebensenergie wiederherstellen. Das tut sich ganz gut, denn... Oh, guck mal da vorne, ein Secret. Du kannst unseren Verschluss nicht lösen. Nur ein anderer hat diese Kraft. Na gut, dann bin ich halt nicht dieser ominöse andere. Aber guck mal, hier hinten ist eine Tür. Es ist die Tür zum Bier. Ich mag die Tür zum Bier. Zentraler Innenhof, Bitches. Oh nein, Gegners! Hi Jungs, na? 1, 2, 3 und vorbei! Da will der auch Muck, ne? Hat der fett abgeschmatzt, und der auch. Gib's das mal auf die Schnauze hier. Ah. Das ist deine Ausrede. Guck mal, das ist so brutal, ich will es gar nicht zeigen. Okay, wo geht's hier jetzt hin? Es geht nach unten, aber ich frage mich, ob ich hier richtig bin. Aber da hier Gegner kamen, gehe ich mal... Entschuldigung, ganz stark davon aus. Oh nein, die Festhalle wieder. Was haben wir jetzt hier? Aber hier kann ich doch jetzt mal so ein bisschen Gas geben, oder? Ah, damit fährt man teilweise diese Tore hier runter. Ah ja, geil. Zum Beispiel wird damit diese Tür hier frei. Was auch immer sich hinter dieser Tür verbirgt, die Galerie. Oh, 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 oh nein! Oh, 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 oh nein! Oh nein! Jetzt kommen Dämonen! Let's dance! Der hat Igor gesagt. Heute gibt's Dämonen am Spieß. Und weißt du, wer der Dämon am Spieß ist? Ja, logischerweise du. Oder du? Ja, die wollten früher alle mal Köche werden. Deswegen haben die da derbe ihre Messer am Start. Aber ist nichts geworden. Jetzt müssen die als Dämonenclowns ihr Leben verenden. Huahaha, weggecharged. Ah, aber ganz schön ordentlich Clowns hier am Stissen, ne?
So, die Galerie wäre damit geklärt. Also, es ist nur ein Licht hier. Ich dachte, dass wir hier schon das Geheimnis lösen. Nee. Ich glaube, von hier kamen wir rein. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier hinten wieder raus müssen. Weil ansonsten sah dieser Raum gerade... Nee, es war doch die richtige Tür. Die andere, meine ich. Die Bibliothek. Okay, es scheint wohl, als müssten wir da vorne lang. Und da ist schon wieder ein Durchgang. Und es deucht mich, dass wir diesen Durchgang nehmen müssen. Aber natürlich werten wir erstmal auf, denn wir haben wieder... Na gut, eigentlich nicht so viel. Gut. Oh, das sieht jetzt ein bisschen gemeiner aus. Didn't figure this guy for a bookworm. That's one way to get yourself shot. So, you after this guy too, or just here to catch some demons? Silent type, huh? Well, that's annoying. Much for friendly banter. You wanna fight? Then come on. Oh Gott, der derbe Ritter greift an. Ha, hab dein Schild kaputt gemacht, derbe Ritter. Okay, das war jetzt der derbe Ritter. Ach Gott, dann gibt's noch einen davon. Zwei derbe Ritter. Aber beide nicht wirklich stark. Okay. Oh, es wird hier ein bisschen spaßiger. Okay, langsam. Ja, wird das Ganze hier ganz lustig. Oh Gott. Lasst mich raten, da hinten lauert eine fette Kraft auf uns. Anima Mercur, eine künstliche Seele, die durch Alchemie hergestellt wurde, haucht dem leblosen Leben ein. Und damit beenden wir auch dieses Kapitel, diese Mission. Immerhin mit einem B-Rang. Immerhin noch einige schöne Pünktchen. So, Missionsmenü jetzt erstmal. Und zwar, ja, ach so, ich dachte, wir können jetzt von hier aus gleich drauf zugreifen. Okay, gut. Ja, das machen wir doch als... Nein, nicht zurück zum Titelbildschirm.
Ah, ich kann ja noch, au, ich kann ja noch Kostüme durchschalten. Ah. Ja, warum nicht? Wechseln wir einfach mal das Kostüm.